Ja, hallo? Jemand da? Alle tot schon? Nein, sind sie nicht! Aber sie wollen sterben. Unbedingt. Sie können es gar nicht erwarten. Was gibt denn hier noch für Gänge? Ach, das gibt nur so einen abgeschlossenen Komplex wieder für sich. Sehr schön, ich hab's gehofft, dass man da durch kann. In diesem Bereich, dann kann ich ihn von hinten nämlich jetzt überraschen. Der wollte mir nämlich auflauern. Was? Okay, da kam ich her. Jetzt zwei Türen und dann noch ein... Ich bin so verwirrt. Gibt viel zu viele Möglichkeiten. Noch eine rote Tür, schön. Drei rote Türen in den Reaktorraum. What the fuck? Da habe ich die große Qual der Wahl. Und das Exit. Okay, hier muss ich auf jeden Fall am Ende nochmal hin. Auf jeden Fall. So. Wieso ist er denn jetzt nicht mehr da? Er war eben auch noch da. Jetzt ist er da. Er braucht nur einen kleinen Treffer, dann ist er sofort tot. Du nervst. Machen wir es auf Tony Hawk 3. Ich meine auf Kamikaze-mäßig. 139 Schild, wie das manchmal einfach passiert. So, mal ganz vorsichtig rantasten, speichern. Am Arsch, am Erschel. Oh, Erwig. Da war ich unvorsichtig. Ich und mein S-Aussprache manchmal, das ist schlimm. 100. Ah, 100, aber nochmal. Da wartet einer. Und denkt, ich sehe ihn nicht. Da hängt irgendwie ein Feuerstück. Keine Ahnung. Ah ja. Noch mehr Gegners. Menno! Nimm doch einfach nur meine Geschenke an. Zack. Und jetzt? Und jetzt? Er wusste genau, er muss nur warten, ich komme schon. Das könnten sie aber immer so machen, das wäre viel schlauer. Oh! Er nutzt die Begebenheiten optimal aus für seine Zwecke, mich zu zerstören. Aber diesmal, man muss immer mehr Geduld zeigen. Entweder kommt er links oder rechts und das ist eine 50-50 Chance. Ah! Ich hatte zwar die richtige Wahl getroffen, aber sie nicht angenommen sozusagen. Und jetzt wartet er da wieder. Wenn ich jetzt schieße, dann ist er nicht mehr da, ne? Das kennen wir doch. Ah, doch, diesmal schon. Herrlich. Super. Wie oft ich Homings verwenden könnte, weil die überall rumliegen. Das wäre viel zu einfach, das Spiel. So. Da waren wir schon. Haben wir das auch alles aufgeklärt. Dann hole ich mir jetzt noch ein bisschen Energie und suche weiterhin die gelbe Tür. La, la. Ich fliege einfach aufs gerade wohl los. Mal sehen, was ich zuerst finde. Die gelbe Tür oder... Ah ja, es war klar. So klar. Ich denke, da kann ich mal einen neuen Speicherstand für nehmen. Och, ich wollte nur 0 ran machen. 9, 10. Übrigens, im 10. Level gibt es am Ende einen Secret-Ausgang. Für ein geheimes Level. Werde ich auf jeden Fall suchen. Und wenn ich es nicht finde, dann muss ich mir es irgendwo ansehen. Ich hoffe aber mal, ich finde es alleine. Denn ich will ja alle Level zeigen.
So, scheinbar geht's hier irgendwo zur gelben Tür. Denn hier war ich. Ich war überall schon, aber ich finde halt nicht das, was ich suche. Die gelbe Tür. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Das ist grauenvoll. Da komme ich runter. Moment, Moment. Da komme ich zur Lava und... Ja. Irgendwie so. Bin ich hier schon mal ein bisschen tiefer. Ja, da war ich aber auch schon. Versuch's jetzt einfach mal so. Auch wenn ich da glaube schon war. Natürlich, ich war überall schon, aber ich war auch bei der gelben Tür schon. Ich finde sie nur nicht wieder. Ich nenne das Video die Suche nach der gelben Tür. Wenn ich dran denke. Ansonsten denkt euch das, dass es so hieße. Diese fucking 3D-Ansicht verwirrt mich. Aber ich glaube, wenn ich hier in die Richtung fliege, dann komme ich da an. Dann komme ich da an. Ah! Dann komme ich da an. Haben wir da noch was? Da haben wir nichts mehr. Nichts mehr. Gut. Oh ja. Oh ja. Ich komme in die richtige Richtung. Ja. Herrlich. Dann nennen wir das jetzt. Ja, war klar. Das war klar. Das war klar. 10 Yellow. Und da ist ziemlich am... fertig bin gerade schon. Oh. Werde ich, nachdem ich den gelben Schlüssel habe, jetzt doch pausieren. Die rote Tür schaffe ich nicht mehr. Nö. Weiß auch nicht, wie lange das dauert, aber bei 3 möglichen Eingängen habe ich da schon ein bisschen Respekt vor. Mache ich jetzt dann beim nächsten Mal. Ganz viele Gegner. Die mich alle nicht treffen können. Und nicht aggressiv genug sind, um da rauszukommen, weil sie Angst haben. Ja, eure Geschosse machen dafür gar nichts. Nur meine. Meine sind viel besser. Ihr seht schon. Keine Hulks, die den roten Schlüssel beschützen. Wahnsinn. Aber schön, dass es so ein kurzer Raum ist hier. Da war doch noch. Haben die sich in den Türen versteckt, ne? Vielleicht, wenn ich sie nicht... Oh. Ich dachte, ich könnte vielleicht alle in Ruhe lassen. Aber geht nicht. Ach, die kommen dann erst raus immer wieder. Ich liebe es ja. Ja, dann kommen sie da. Ich glaube, das geht nicht ganz ohne erheblichen Schildschaden. Deswegen gibt es ja auch den. Wie machen wir es? Ich denke mal, ich kann noch nicht schnell genug wieder abhauen, wie ich das so gerne mache. Nee, die sind zu schnell bei mir und lassen mich dann nicht vorbei. Ich muss sie besiegen. Ich kann auch keine Bomben vormachen, hätte ich eh nicht gemacht. Sobald ich das Schild einsammle. Nein, doch nicht. Ich dachte, das wäre so. Das wäre ein Kompromiss, den ich eingehen würde. Einmal Schild liegen lassen und dann kampflos davonziehen. Boah, wie die mich direkt auf Null kriegen. Und ich gar keine Chance habe. Das sind auch ganz viele, richtig mit. Wie soll ich denn diesen Raum schaffen? Sag mir das mal einer. Geht nicht. Die kommen ja von beiden Seiten. Wie soll denn das gehen, bitteschön? Unmöglich. Ich probiere es nochmal so, dass ich schnell abhau. Die kommen mir zwar nicht ungeschoren davon, aber erstmal will ich hier raus. Ich brauche ich auf jeden Fall offen. Genau, ich muss ja nicht den roten Schlüssel holen, den kann ich mir für später aufheben. Muss sie nur triggern. Und dann abhauen. Und dann abhauen. Boah, die sind zu schnell, die lassen mich nicht in Ruhe. Komm gar nicht weg, ich kann mich nicht umdrehen. Einer hat mich. Und noch einer.
Nee. Das muss ich irgendwie besser machen. Da muss ich besser abhauen. Wo hau ich ab? Nach unten? Ich glaube, wenn ich nach unten fliehe, bin ich am besten dran. Nach unten, nach unten, nach unten. Und dann zur Seite. Und dann drehen. Und dann... Hier habe ich nämlich schön viel Platz. 125. Damit kann ich leben. Boah, scheiße. Ist schon der nächste. Aber ich glaube, das ist die beste Wahl, die ich gerade habe. Die mir einfällt. Oder sind sie noch wieder? Kommen mir alle nach. Die sind so scheiße schnell. Das regt mich auf. Sag mal, tot irgendwann. Wie wär's denn? Wieso dreht er sich dann so blöd manchmal? Speichern. Wo war denn jetzt die gelbe Tür? Die gelbe Tür war... da. La 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 la. Sonst kam keiner mit raus. Scheinbar. Aber da sind noch welche drin, das war klar. Das war mir schon klar, aber ich wollte nur noch mal gucken. Da muss ich ja auch mal vergewissern, Lichern. Sonst noch jemand da? Nein. Jetzt weiß ich auch, warum hier so viel Schild rumliegt. Eindeutige Sache. Schön. Ja, was? Jetzt gucke ich doch in die rote Tür. Jetzt hab ich ein bisschen Blut geleckt. Ich will das Level gerne in einem Stück schaffen. Weiß schon nicht mehr, wie lange ich aufnehme. Auf jeden Fall über eine Stunde. Kann ich in irgendeine der roten Türen reingehen? Ich nehme auch die, die ich als erstes auffinde.